Ja, hallo Leute, willkommen zum dritten Helladonna Video Podcast Teil. Ja, es wird viele Veränderungen bei Helladonna geben und klar auch neue Leute. Deshalb sind wir heute hier nach Grossen an der Elster gereist. Grossen wurde übrigens im Jahr 995 erstmalig urkundlich erwähnt. Tja, wir stellen euch heute unseren neuen Schlagzeuger Christian Scher vor. Ja, aber René, ich hoffe, der ist aber deutlich jünger als Grossen, oder? Mit Sicherheit. Ach, lass uns mal schauen. Okay. Christian, echt coole Räume hast du hier. Das ist ja für einen Übungsraum sehr großzügig und luxuriös ausgestattet. Ja, es ist ja nicht nur ein Übungsraum, sondern es ist auch noch eine Schlagzeugschule, die ich selber eröffnet habe. Und dann proben hier auch noch zwei Bands. Ja, welche zwei Bands proben denn hier noch? Ja, zum einen Helladonna und die zweite ist MDS, eine Coverband, mit der ich was mache. Und manchmal mit Peter Fox und Beyoncé. Kommt die auch persönlich vorbei? Die kommen persönlich vorbei. Das ist ja gut. Warum lädst du uns da die ein, wenn die hier persönlich vorbeikommen? Ja, weil hier immer zu spät kommt. Ah, naja, okay, alles klar. Christian, unsere Helladonna-Podcast-Zuschauer würde brennend interessieren, wie du eigentlich zu Helladonna gekommen bist. Ja, das ist eigentlich durch den René passiert, da wir uns in der Musikschule, da wir da Kollegen sind in der Musikschule, hat er mich einfach mal gefragt, ob ich mal mitkommen möchte nach Plauen zu euch. Und ja, dann haben wir ein paar Songs gespielt und schneller als es ging, war ich mit dabei. Und nun sitze ich hier. Wie lange spielst du denn schon Schlagzeug? Ich spiele jetzt 15, 16 Jahre Schlagzeug, wobei ich aber eigentlich erst die letzten 5, 6 Jahre so richtig aktiv angefangen habe, wo die meisten eigentlich aufhören. Ja, ich glaube, jetzt wollen aber auch alle noch wissen, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 32. Christian, nun haben wir schon ein paar Mal miteinander geprobt. Was ist denn dein Lieblings-Helladonna-Song? Zurzeit ist es Free Yourself, den ja die Zuschauer bis jetzt noch nicht kennen. Und bin mal gespannt, wie der dann auf Platte klingt. Und wenn dann alles fertig arrangiert ist, bin ich manchmal gespannt. Aber bis jetzt ist das der, wo ich sage, der fetzt am meisten. Okay, was hörst du eigentlich sonst noch für Musik? Ansonsten höre ich eigentlich alles, was groovt oder mich irgendwie berührt. Und das kann ein alter Schlager sein, das kann aber auch mal ein Heavy Metal Song sein. Viele Sachen von Red Hot Chili Peppers, die alten Sachen gerade eben. Und ansonsten alles. Okay. Keine Einschränkung. Christian ist ziemlich vielseitig unterwegs. Ja, Christian, auf was freust du dich denn jetzt am meisten bezüglich unserer gemeinsamen Zusammenarbeit und was für Erwartungen hast du denn so an die nächsten Monate? Ja, am meisten freue ich mich natürlich auf die neue Platte und dass wir dann nach der Veröffentlichung groß auf Tour gehen und ordentlich die Bühnen rocken. Kennst du denn unsere neue Sängerin schon? Ich kenne sie schon, ich habe sie auch schon gesehen, ich darf aber nicht so viel dazu verraten. Ich kann nur so viel sagen, dass sie wirklich eine hammerharte Stimme hat. Immer diese Geheimniskrämerei. Tja. Ja, hallo Leute, willkommen zum dritten Helladonna Video. Das Auto vorbei. 3 Tage kommt ihr jedes Auto, aber wenn wir filmen. Ja, hallo Leute, willkommen zum dritten Hella Video Pod nochmal. Das sind ja coole Übungsräume. Hey, nochmal. Hast du denn bei der Gelegenheit schon mal etwas von der neuen Helladonna-Sängerin gehört? Also ich habe sie schon mal gesehen und es wird aber immer ein bisschen Geheimnis drum gemacht und selbst ein bisschen was. Ach, scheiße, nochmal. Kennst du denn unsere neue Sängerin schon? Natürlich kenne ich die schon. Ich habe sie aber nur ganz kurz gesehen. Aber wir haben viel zusammen geprobt. Aber da hat sie immer so einen Sack eigentlich über dem Gesicht, weil das alles so geheimnisvoll ist. Aber sie hat eine hammerharte Stimme.